Herzlich willkommen aus der Bioregion Eisenstraße. So bunt und lebendig, wie sich die Natur im Mostviertel präsentiert, so vielfältig sind auch die Inhaltsstoffe der unterschiedlichsten Kräuter, die sie uns bietet. Am besten, wir schauen gleich rein in die Welt der Kräuter und Extrakte. Wo? Am Königsberg in Hollenstein an der Ips, wo mitten im Wald der Kräuter- und Erlebnisgarten der Familie Spitzer dazu einlädt, ihn barfuß zu genießen. Wir haben ein Verfahren entwickelt, wo wir eben Mikrobiologie der Pflanzenoberfläche in Kombination mit den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen wie Polyphenole, Flavonoide, Carotenoide, Glucosine und solche Sachen nutzbar machen kann, dann in verschiedenen Bereichen wieder einsetzen kann. Diese Bereiche reichen von der Landwirtschaft angefangen bis eben über Pflanzenschutz, Pflanzenstärkung bis hin in die Pharmazie, wo wir eben Produkte entwickelt haben, zum Wiederaufbau bzw. zur Unterstützung der Darmflora für den menschlichen und auch für den tierischen Gebrauch. Die Kräuter werden händisch geerntet, die Kräuter werden eben auf Verschmutzungen, die werden gesäubert logischerweise, auf Verschmutzungen geprüft. Sie werden zerkleinert, ebenfalls händisch, und werden dann in einem speziellen Aufbereitungsverfahren soweit behandelt, da geht es um osmotische Geschichten, da geht es um Drücke, da geht es um verschiedene Temperaturen, um die Biologie der Pflanzenoberfläche in Kombination mit den Inhaltsstoffen zu trennen. Man gewinnt daraus ein Urextrakt. Und aus diesem Urextrakt, da drinnen sind in einer, das wird dann in einer Salzlösung konserviert, das Ding kann man 100 Jahre aufheben und wird nicht kaputt. Mit dieser Urlösung werden diese Endfermente produziert, das heißt, diese Einzeller werden dann mit Zuckerstoffen versetzt. Dann wird das Produkt geprüft, das heißt, es wird angeschaut, haben wir irgendwelche gefährlichen Sachen drin, etc., etc., wenn die Populationen auch passen, und dann geht es in die Abfüllung. Wir verwenden alles, was die Natur uns anbietet. Also es sind uns insgesamt über 100 verschiedene Kräuter. Wir haben auch am Königsberg oben einen Kräutergarten errichtet, wo jeder raufgehen kann und kann sich das anschauen, was hier alles verwendet wird. Die Kräuter sind benamselt mit lateinischen Namen. Die Kräuter sind in ihrer Wirkungsweise beschrieben. Die Kräuter sind in der Anwendung beschrieben. Von der Seite, wir können eigentlich alles verwenden, was hier heimisch ist. Auf alle Fälle wurde diese Kräuterliste, insgesamt sind es über 100 verschiedene Kräuter, heruntergebrochen auf ca. 26 der Kräuter, die wir jetzt verwenden. Wir produzieren zwischen 300 und 400.000 Liter von unserer Mikrobiologie, und wir wollen nicht mehr produzieren. Wir wollen Zeit haben für unsere Kunden, wir wollen ihn noch weiter in die Qualität setzen, wir wollen verschiedene Bereiche noch verbessern, gerade im pflanzenbaulichen Bereich, wo wir auch sehr viele Vorträge halten. Für uns eben die Natur ein großes Vorbild, und so soll es auch sein. Jetzt dürfen wir Süßes aus der Natur naschen, produziert in den Imkereien der Eisenstraße. Sie verbinden traditionelles Handwerk mit Naturverbundenheit und dem innovativen Blick in die Zukunft. Wir servieren Ihnen nun eine Hommage an die einstigen Hammerherren und ihr weibliches Pendant, die Goldhaubendamen. Denn am Biohof der Familie Niklas sammeln die Bienen fleißig für den namensgleichen Honig. Ich bin der Sepp Niklas aus Wieselburg und bin Imker eigentlich seit 1976. Wir haben, meine Gattin und ich betreiben das gemeinsam, wir haben ungefähr 70 Bienenvölker, die in der Region einfach aufgestellt sind, im Mostviertel, von Buchenstuben bis Amstetten und auch in Wieselburg und Umgebung haben wir die Völker so mehr oder weniger verteilt. Wir sind da in unserem neu errichteten Bienenhaus. Es haben da ca. 20 Bienenvölker Platz herinnen. Das Bienenhaus ist vorgesehen, dass wir hier auch Präsentationen machen können. Wir haben
zusätzlich einen eigenen Verarbeitungsraum geschaffen mit dem ganzen Zubehör und den dazugehörigen Räumlichkeiten. Es gehören dazu wirtschaftliche Räumlichkeiten, wo man verschiedene Sachen abstellen kann. Es gehört dazu auch ein Bereich, wo man die Gläser sehr hygienisch lagern kann und letztlich auch das Endprodukt Honig oder auch die Honigprodukte, die wir letztlich herstellen, sollten auch gekühlt gelagert werden. Somit haben wir da einen Kühlraum geschaffen. Die Bienen müssen aus den eingetragenen Nektar oder Honig da mindestens 2/3 Wasser entziehen. Das heißt, wenn ein Bienenvolk für sich selbst 60 Kilogramm Honig benötigt, um über den Winter zu kommen, muss sie 180 Kilogramm Nektar eintragen. Der Imker muss so lange warten und auch die Disziplin haben, dass der Honig so zur Schleuderung gelangt. Auf der anderen Seite ist es dann wichtig, die Waben entsprechend zu sortieren, um hier auch sortenreinen Honig zu ernten. Und das kann man auch nur, wenn man hier entsprechend den Wabenvorrat bei der Schleuderung richtig dann abarbeitet. Imker zu sein bedeutet für mich in erster Linie Arbeiten in der Natur, aber auch Arbeiten mit der Natur, die Natur selbst zu unterstützen, indem man hier nicht Barrieren aufbaut, sondern eben Barrieren abbaut. Es bedeutet für mich aber auch die Verwendung von natürlichen Materialien, wenig Wegwerfprodukte in der Produktion, sei es jetzt Verpackungsmaterial, sei es jetzt verschiedene Futtermittel, die man einkauft. Also nachhaltig zu arbeiten ist ein wesentliches Faktum, was wir Imker eigentlich auch vorzeigen sollen. Und dazu gehört auch der Einkauf von biologischem Futtermaterial, sprich Zucker oder Zuckersirup. Honig schmeckt nicht nur fein, ist naturbelassenes Süßungsmittel, wirkt antibakteriell und antioxidativ und ist noch dazu eines der ältesten Naturheilmittel. Jeden Tag ein kleines Löffel voll und der Honig wirkt sich positiv auf Ihre Gesundheit aus. Mit diesem honigsüßen Tipp geht unsere Schatzsuche entlang der Eisenstraße auch schon wieder zu Ende. Schön, dass Sie mit dabei waren. Bis bald und auf Wiedersehen.